Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner winkenden Assistentin und dem nicht winkenden Alex. Hi. Grüße. Ne, du gibst gleich Däumchen, ja? Ja. So. Machen wir wieder Fleischwoche. Fleischwoche. Du siehst richtig gefährlich aus mit deinem Katana da. So soll's sein. Liberty Samurai Prime Mousy. Das ist mein Buttermesser. Ach, dein Buttermesser, haha. Da will ich gar nicht wissen, was du für ein Messer benutzt, wenn du Fleisch schneidest. Zweihändige Katana. Also, zweihändige Katana. Aha. Die Stielketten sehe ich. Und lass mich hier abgeben. So, zack und zack. Let's go, sammeln gehen. Ah, Holz habe ich jetzt gerade sowieso nicht bei. Haha. Aber Grünzeug. Haben wir hier noch mal ein bisschen Verdorbenes. Wollen wir hier noch mal kurz auf. Ein Hühnchen. Noch ein Hühnchen. Och, Schatzi. Was denn? Kannst du bitte eine Nahkampfwaffe nehmen statt dieses Ding? Wieso? Ich habe keine Nahkampfwaffe. Obwohl, doch, ich müsste eine haben. Ich habe noch eine Kriegsklebe. Frisch gedroppt von heute. Nee, es ist wirklich, es ist unser Daily Ops. Anti-Rüstung mit schneller zuschlagen. So gut. Und jetzt will ich die ganze Zeit auf irgendwelche toten Viecher einkloppen. Ich war nur gerade so erbost, weil du mein Hühnchen weggepfeffert hast. Naja. Könntest du mir meinen Money spaßen, ich sei ehrlich. Ja komm, für die kleinen Viecher kannst du uns doch sparen. Sonst habe ich ja nichts dagegen, das weiß ich. Ja, ja. Bist auch so ein so Politik-Turtle keinen Spaß mehr erlauben, ja, ja. Okay, eigentlich nicht. Ist es wurscht, Hauptsache, was Spaß. Außer jetzt gerade hier. Außer jetzt gerade hier. Und nächste Woche da. So. Komm, sonst mache ich auch immer Witze mit Dings, ne? Und Knusperaugen und so. Ja, ja, Knusperaugen. Knusperohren. Knusperohren kommen als nächstes. Da hat hier schon wieder Opossums umgebracht und sind nicht gelootet. Jetzt macht's aber nicht mehr Puff. Ich kann doch nicht mal mit einer Kriegsklebe treffen. Hallo, was ist denn hier los? Alter Opossum! Alter, jetzt reicht's aber. Die Viecher sind einfach zu klein. Probier's mal mit Avital schlecht. Ja, nächste Woche. Nächste Woche. Der Watz geht auch immer ein und aus hier. Schlimm. Böse Kaninchen. So, hier nochmal ein bisschen aufpäppeln. Da nochmal ein bisschen aufpäppeln. Hey, ich höre dich, Hühnchen. Oh, noch ein bisschen. Ja, ich dürfte vielleicht noch ein bisschen was haben. Komm, gib Gas. So, fertig. Gut. Waren Sie jetzt zufrieden?
Ach nee, das ist ja gar nicht Mausi, das ist Alex. Danke. Waren Sie jetzt zufrieden? Ja, drei Auge. Lass mich gerade ein Tänchen haben. Okay. Und wieso kriege ich nur Fleischhackebeil? Was ist denn das für ein... Bauplan Pfefferstreuer, hatte ich noch nicht. Was, du hattest den... Ach so, das ist ja dein Blutbefleckter. Ah. Ja. Nee, ich habe hier nur gewürzter Fleischklopfer-Mod bekommen. Ein paar Häppchen, Happa Happa, in deinem Lieblingsgebiet. Ja. Muss ich das jetzt auch mit Nahkampf machen? Alex? Ja? Darf ich ihn hauen? Nur zu. Okay. Aua! Mensch, doch nicht so doll! Na, tut doch weh! Ich werde geschlagen. Häusliche Gewalt am Arbeitsplatz. Du hast mir immer noch nicht meinen aufblasbaren Baseballschläger gekauft. Würde es nicht so wehtun. Und ich wäre trotzdem befriedigt. Mhm. Dann würde es nicht so wehtun. Ich sehe es kommen. So. Na komm, weil Mausi es mir befohlen hat. Du bist so kacke, ey, ganz ehrlich. Ich klopp dich auch mit einer unausgerüsteten Waffe hier. Ha! Boah, Alter, wie ich gar keinen Schaden mache, ey. Jetzt nimm wieder eine andere Waffe, Mensch. Ich krieg die kaputt. Siehst du? Dö. So, jetzt muss ich aber wirklich eine Waffe nehmen. Oh, hier lag sogar noch was Legendäres jetzt. Nice. Und ich habe eben schon wieder eine Alex-Tasche gesehen. Wo ist sie? Eine Alex-Tasche. Ja, ja. Stand da sein Name drauf? Ja, da steht sein Name drauf. Da hat er draufgeschrieben für Turtle, weil ich es nicht mehr tragen kann. Ist das süß. Oder Alex? Nur. Siehst du? Ach man, du stinkst. Ihr hört, Nebelkriecher, du stinkst. Geh dich waschen. Da hinten ist ein See. Einmal rennen, baden, Köpfchen unter Wasser, Schwänzchen in die Höhe und dann geht's los. Jum? Was jumpst du? Es hat sich gerade so angehört, dass dann ganz nah an dir so eine Kugel vorbeigeflogen wäre. Kennst du das Geräusch? So ein Schum. Ja. So, aber wo ist die Alex-Tasche jetzt? Die habe ich aufgegessen. Da fehlt eine Alex-Tasche. Ich habe die eben noch gesehen, da habe ich noch gedacht, boah, geil, ey. Kannst ja gleich wieder ein bisschen was klauen, aber jetzt ist die Alex-Tasche weg. Bin schon wieder angepupst hier. Na komm her, mein Kleiner. Ich hab auch ein paar Kugeln für dich hier. Ist doch kein Problem. Auch wenn es nur Vampir ist. So. Na, loot-technisch heute wieder. Muss ja jetzt schon die große kommen, ne? Große Vieh da hinten. Ja, der ist da hinten. Ja, dann komm. Attacke.
So. So, Mossi, ein Nebelkriecher reicht dir nicht, ne? Du nimmst gleich drei auf einmal. Mehr konnte er kommen. So. Es nähert sich eine gefährliche 1A-Bestie. Die ist doch schon tot. So, haben wir noch eins? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht geschafft. Schade. Aber ich habe immer noch kein Wasser, ne? Mir fehlt immer noch Wasser. Komm, hier vom Spind krieg ich doch bestimmt jetzt Wasser. Geht es, wenn du von mir einsammelst? Nee, das musst du ja entweder vom Aufbereiter. Und ich habe jetzt im Enklavencamp noch keine Aufbereiter eingestellt, weil ich eigentlich gedacht habe, so, benutzen wir eh nicht. Soll ich bei mir unten die Wassergeneratoren aufschließen? Nee, ach Quatsch, ich kann ja sonst noch mein Bruderschaftscamp. Das hat ja extra für solche Sachen Wasser stehen. Aber normalerweise kriegst du eigentlich immer so viel Wasser von den Questen und von den Events. Deswegen wundert es mich, dass ich... Ich habe auch schon zweimal holen müssen, weil ich keins gekriegt habe. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen. Weil normalerweise hast du Wasser in Massen dabei, aber heute komischerweise so gut wie nichts. So, wo ist der Spind? Hier ist der Spind. Und... Du spinnst. Wieder nur Stimpix. Merkwürdig. Einfach nur merkwürdig. Na gut, ich habe noch Questen, so ist es nicht. Also. Wieso geht zum Schrottweitwurf? Hä? Das habe ich doch heute schon. Nicht fragen, einfach akzeptieren und nochmal machen, ist schon in Ordnung. Da braucht man nicht fragen, da braucht man sich nicht wundern, das ist so. Ich weiß, dass ich jetzt die Questen jetzt hier von meinem LP-Char nur einmal die Woche abspiele, aber hey. Dann kriege ich sie halt 3-4 Mal hintereinander. Passt auch. Ach, verdammt, jetzt bin ich sogar noch überladen. Hätte man noch irgendwo kaputt machen sollen. Ne, wenn wir eh überladen sind, dann nehmen wir das hier auch nochmal mit. Und das. Und hallo Schrottbeißwurf. Ich bin mir sicher, ich habe das vorhin gemacht, aber irgendwie. Sie meinen Wettbewerb, ID Schrottweitwurf aus. Gewinnen Sie als Preis Mr. Fuzzy Marken. Fehler. Persönlichkeit Zack nicht gefunden. Ja, komm. Laden des Persönlichkeitsmoduls. Wir wollen werfen. Wir wollen werfen. Persönlichkeit initialisiert. Stand ID. Auch wenn es mega komisch aussieht. Bitte Aktion starten. Auf Ziel Schrottbehälter werfen. So, und was kriegen wir? Mr. Fuzzy Marken zu erhalten. Auf jeden Fall kein Wasser. Right away. Ja, ist heute wasserloser Tag, ne? Zum Heulen. So, machen wir hier nochmal ein bisschen kaputt. Na gut, brauche mich nicht wundern, wenn ich Fatman und alles Mögliche mit mir rumsetze, ne? Eine Plasma-Schrotflinte sogar noch. Ui. Hä? Was denn? Ich habe jetzt gerade wieder wichtige Ausrüstung gekriegt. Hätte ich vorhin schon gemacht. Jo, nochmal machen. Einfach nicht hinterfragen. Einfach machen. Einfach machen. Keine Ahnung. Irgendwas spinnt da schon wieder. Nimm's an. Ed frisst sowieso keine Eier. Ich muss ja die Ich hab die Schlösser unten entfernt, wenn du Wasser brauchst, kommst du es holen. Och Alex, das hättest du doch nicht machen müssen. Ich weiß, du meinst es lieb. Bevor wir da jetzt ewig auf Wasser warten, holst du es lieber. Schnick, schnack. Ja, pass auf, jetzt hole ich mir gleich Wasser von dir ab, ja? Und ich krieg ich nur noch Wasser. Und lauf am Ende wieder des Tages wieder mit 80, 90, 100 Wasser rum. Kennen wir doch schon das ganze Prozedere. Ausgezeichnet.
Ich hatte gehofft, dass ein Bürger vorbeikommt. Ich verpflichte Sie noch einmal. Ziehen Sie los und entfernen Sie diese Besetzer. Na, wo sind denn die Besetzer? Da hinten. So, aber dann gehen wir jetzt erstmal zum Alex. Und entfernen da seine Besetzer von Wasser. Die Verbrechen bekämpfen sich nicht von selbst. Na los! Ich höre Koka Geschütze feuern. Echt? Wieso Geschütze? Hast du mir gerade gesagt, das sind Besatzer? Ja, im aufbereiteten Wasser. Ich gehe Wasser bei dir holen. Ich befreie dich vom Wasser. Jetzt also, verstanden? Oh. So, 2, 4, ja, jetzt habe ich genug Wasser. Dankeschön, kannst du wieder zumachen. Ach, mach Wasser auf. So. Die Offiziellen freuen sich, wenn sie das Camp finden. Wieso? Ja. Die wieder schießen es mit Nux drauf oder die klauen dir das Wasser raus. Eins von beiden. Ein anständiges Verhalten kannst du bei den Offiziellen nicht erwarten. Ja. Ja, da muss ich schon mal schimpfen. Du, du, du. Ja, du, du, du. Nette Show. Laut den Sensoren wurden die Besetzer entfernt. Kommen Sie ab und zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. So. Haben wir das auch nochmal fertig gemacht? Passt. So, dann kriegen wir bestimmt noch einen Boomer hin, bevor nochmal... Häppchen, oh meine Häppchen. Wir lieben alle unsere Einser-Häppchen. Na, jetzt wird Boo wahrscheinlich im Moor kommen. Na, sag ich doch. Kommt der Häppchen. Häppchen, Häppchen, Häppchen. Als die so, wo sind die Bomben? Ich muss nämlich zum Häppchen. Häppchen, Häppchen, Häppchen. Überprüfe Status. Aha. Identität des Saboteurs weiterhin unbekannt. Zivilisten sollten... Benutzen Sie hier Orbitalschläge. Ich hab ja keine, ich würde ja gerne. Dann nimm Nukes mit oder irgendwas. Ich habe auch keine Nukes und nichts. Was? Das habe ich alles auf... Bist du für Boll? Ja, ich hab alles auf einen anderen Char transferiert, weil das halt auf LP-Char in der Kiste und Co. zu schwer wäre. Damit ich den schön sammeln kann und dann wenigstens mal eine Session damit machen kann. Der Krach-Bumbull ist im Keller eingesperrt. Ja, der ist heute im Keller. Der darf heute nicht. Der darf heute nicht mit uns spielen. Mausi, du stehst da sehr untypisch praktisch. Entschuldigung, dass ich gerade gespawnt bin. So. Ich werde es tunlichst vermeiden zu spawnen. Ja, wehe, du musst schon da sein. So muss es aussehen. So, jetzt können sie mal kommen. Jetzt habe ich auch den richtigen Nahkämpfer hierbei. So, nochmal ein Häppchen, nochmal zwei Häppchen. Na kommt, legt euch mit mir an hier. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Oh, hier liegt schon wieder so viel rum. Boah, hier beherrscht dich. Alex am Boden! Alex am Boden! Alex zerstört! Ihr seid beschäftigt. Quatsch! Wir lassen nie einen Mann zurück. Da kommen schon die Schlinger.
Lass mich doch wenigstens mal umdrehen hier, du Schreihals, so. Da kommt gleich sogar noch ein Faultier. Und Königin ist legendär. Big Mama legendär. Also man merkt, Alex hört heute nicht wirklich zu, wenn ich was sage, wa? Ich spawn mitten in die Algen drin, ich glaube ich eier. Ey Mädchen, konzentrier dich mal auf mich, nicht auf Mausi. So. Und hier. Aua. Und Score aufstehen. Juhu. Er stirbt doch, Herrgott, Kruzi Dürben. Der Kruzi Jürgen? Wer ist denn der Kruzi Jürgen? Ja, gut, Alex hat mich heute wirklich auf Stummtaste. Bitte? Ja, ich hab dich gefragt, wer der Kruzi Jürgen ist. Kruzi Dürgen, habe ich gesagt. Ach. Das ist wieder das Fränkisch. Das kann man wieder schwer übersetzen. Aber ich habe verstanden, der Kruzi Jürgen. Nee. Der Jürgen nicht. Also, falls du Jürgen heißt, fühl dich von Alex gegrüßt. Grüezi. So, hier einmal kurz alle durchkochen. So. Quetsch es in die Tasche. Bin noch mehr EP. So. Beauty. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss. Tschüssi.